Warum bin ich Sängerin geworden? Ich konnte nicht anders. Ich sage immer, ich habe das nicht ausgewählt, ich wurde erwählt. Ich habe schon immer gesungen als Kleinkind, Volksmusik, Rumänisch und Deutsch. Und mit 17,5 habe ich Oper entdeckt. Ich habe von einer Freundin, die gesagt hat, du hast eine so schöne Stimme, du solltest Opernsängerin werden. Da war ich ein bisschen abgeneigt, weil tja, in meiner kleinen Stadt Bistritz, da gab es keine Gelegenheit, die Oper zu besuchen. Und ich wusste nicht genau, was das heißt. Aber im Fernsehen, was ich gesehen habe, waren immer so ganz kräftige Frauen und dann ganz laut gesungen. Und das fand ich nicht unbedingt attraktiv. Aber dann, wie gesagt, diese Freundin hat mir zwei CDs mit Maria Callas gemacht. Und ich habe die mir immer wieder angehört und das fand ich interessant. Und auf einmal, ach, ich soll mal versuchen nachzusingen. Die hohen Töne, die Weichheit, die Kraft, die Farben, Orchester. Ich wurde immer neugieriger und neugieriger und dann habe das stundenlang mir angehört, beim Saubermachen oder beim. Ich habe das immer gehört, also immer wieder, bis ich nicht mehr anders konnte. Und ich habe entschieden, das werde ich auch machen. Weil nur Oper oder was ich empfunden habe in dem Moment, die Musik und die Kraft der Stimme, nur das kann von mir aus oder von meiner Seele alles rausbringen, was ich empfinde. Keine Wörter, das ist für mich nicht genug, aber mit Musik zusammen und mit Kostümen und mit Licht und mit Kollegen und mit einer Story, dann ist das wahrscheinlich genug, alles aus mir rauszubringen. Und ja, das ist die kleine Geschichte. Wie weit ist eine Rolle nur Schauspiel? Oder wie sehr ich eine Rolle empfinde oder mich in eine Rolle versetze. Das ist ein Prozess, glaube ich. Das entwickelt sich. Jedes Mal geht man tiefer und tiefer. Ich bin sowieso sehr. Ich mag Details. Ich lasse mir Zeit. Ich mag genießen. Ich mag mich fragen. Ich bin neugierig, sage ich mal. Und jedes Mal, auch wenn ich habe ja nicht so viel gesungen, aber eine Rolle zum Beispiel, die Mimi war die häufigste und dann Michaela oder Susanna, jedes Mal ist das neu, weil man selber eine neue Person ist in jedem Tag. Man hat so viele Erfahrungen, man kennt andere Menschen, man hört Ideen, man ist jedes Mal, man ist jemand anders. Und ich versuche auf jeden Fall, mich reinzusetzen. Ich versuche mir zu denken, was vorher, vor der Geschichte passiert ist. Woher kam Susanna? Was ist vorher geschehen? Aus welchem Hintergrund? Oder was für Geschichten, was für Erlebnisse sie noch vorher hatte? Natürlich klappt das nicht immer oder ist natürlich anstrengend und emotionell sehr, sehr, sehr. Es ist ein großer Konsum. Aber ich versuche, so viel es geht, mich in eine Rolle reinzusinken, versuche ich in eine Rolle. Wie lange man noch in einer Rolle nach einer Performance bleibt, das ist, ich glaube, tja, ich weiß es nicht, aber ich bin immer vielleicht ein bisschen von jedem Typ, also man ist immer ein bisschen verliebt oder verärgert oder was weiß ich, verletzt. Man ist das alles immer. Absetzen einer Rolle, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Es entwickelt sich. Ich kann das nicht ablegen. Also ablegen, das ist zu dramatisch. Das gehört zu mir. Die Stimme ist manchmal ein sehr. So wie eine Frau, sehr kapriziös, sage ich mal. Und natürlich braucht man Jahre und viel Geduld, sehr, sehr viel Geduld, um seine Stimme dann wirklich
manipulieren oder zu führen zu können in dem richtigen Sinne. Aber das hängt natürlich auch vom wie man seinen Körper fühlt, ob man gut geschlafen hat, ob man ausgeruht ist, ob man gut gegessen hat oder nicht, ob man verärgert ist oder fröhlich. Und 100% kann man das ganz, ganz selten. Ganz selten. Also mir ist das ein paar Mal passiert und es war ein wundervolles, leichtes Gefühl von Freiheit. Das kann man nicht beschreiben. Sehr intensiv, aber auch leicht und es schwebt alles, man schwebt. Aber wie gesagt, ich glaube, das braucht viel Erfahrung auf der Bühne. Sonst so in einem kleinen Zimmer sind wir alle Genies und die Stimme, natürlich, wir haben keine, wir sind nicht so nervös und nur mit dem Korrepetitor oder mit einem Maestro ist das anders. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen so ein paranoischer Sänger. Also nicht paranoisch, das ist auch zu hart, aber besorgt. Das ist meine Beziehung. Also das ist mein alter Ego oder mein anderes Ich oder mein Ich. Ich bin besorgt um mich, natürlich, auf jeden Fall. Und man möchte immer sein Bestes machen. Und leider leben wir in einer Gesellschaft, wo alles so schnell geht und rasch und in einem sehr hektischen Rhythmus. Und man versucht mitzuhalten, aber die Stimme braucht eigentlich mehr Raum und Zeit. Und man muss sie eigentlich auch schonen können. Nicht immer nur singen, sonst macht sie dann wie ein Muskel. Wenn man jeden Tag läuft und keine Pause macht, dann kann es sein, dass es irgendwann mal nachgibt. Und ja, man ist dann forciert, ruhig zu bleiben und dann, ich glaube, alle Sachen, aber im Maßen sind am besten. Mit der Planung der Karriere sieht es so aus, dass viele Sachen, ich bin ich habe viel Glück im Leben, sage ich mal. Und ich glaube daran, dass alles, was man, oder alles, was man freilässt, das kommt auf einen zu. Das ist sehr schwer, auf jeden Fall. Wir wollen Sachen, wir sind ambitiös und manchmal sehr fixiert auf viele Sachen, aber das ist dann forciert. Das ist nicht natürlich und nicht, das ist artifiziell. Wie gesagt, ich hatte Glück und viele Sachen sind auf mich zugekommen. Ich glaube, ich habe natürlich meinen Job gut gemacht, sonst hätte das auch nicht passiert. Ich habe viele gute Menschen um mich herum, meine Agentin, mein Maestro, der Operdirektor, die anderen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe und viele, viele Menschen, die mir vertrauen und sehen, dass ich ehrlich bin ich gebe mich hin und ich glaube, das macht sie glücklich. Und mich macht das auf jeden Fall auch glücklich, dass ich so geborgen umgeben werde von diesen Menschen. Ehrgeiz ist schon wichtig. Man muss sich in jedem Abend, wo man eine Vorstellung hat, auf den Kampf vorbereiten, sage ich immer. Man kommt jetzt wie ein Boxer im Ring. Also man muss sich selber sagen, okay, ich schaffe das. Auch wenn mein Körper heute sich nicht gut fühlt, auch wenn ich in Gedanken vielleicht beschäftigt bin mit anderen emotionellen Sachen oder was weiß ich, andere Sachen eben. Man muss sich jedes Mal sagen, okay, ich schaffe das, du machst das, gib dein Bestes und sich selber motivieren. Und dann, ich glaube, das ist auch so ein Ehrgeiz oder ambitiös oder ja, es gehört schon dazu. Ich habe es Glück. Wie gesagt, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe das Glück, das zu machen. Es kann mich selber als Geist näher an die Divinität ranbringen oder an die Gottheit oder an wie auch immer man sie nennt.